Sie befinden sich im Programmbereich Vermessung. Diese Funktion ist nur in der 3D-Vermessung möglich. Ob eine 3D- oder eine 2D-Vermessung vorliegt, wird im linken seitlichen Fenster angezeigt. Um eine Perspektive durch Abknicken zu erstellen, muss eine Seite des Rahmens der Ausgangsperspektive an der Kante liegen oder an die Kante gezogen werden, an der die neue Perspektive abknicken soll. Wählen Sie nun im Menü Neue Perspektive den Punkt Neue Perspektive durch Abknicken. Klicken Sie anschließend auf den Teil des Rahmens der Ausgangsreferenz, der an der abknickenden Kante liegt. Sie sehen einen anhängenden Rahmen, den Sie so über die abknickende Perspektive legen, dass die perspektivischen Linien des Gebäudes mit den Linien des Rahmens übereinstimmen. Verwenden Sie auch hier zur genauen Positionierung die Zoom-Funktion. Da diese Perspektive von der vorhergehenden abgeleitet wurde, müssen Sie keine neuen Referenzdaten eingeben. Sie können sofort mit dem Vermessen beginnen. Im linken seitlichen Fenster wird die erstellte Perspektive als Vorschaubild angezeigt. Durch Anklicken der Vorschaubilder können Sie jederzeit die Perspektive wechseln.